Guten Abend, liebe Gäste beim Fastenimpuls aus dem Europacluster Gut Eich. Ich begrüße euch ganz herzlich und bedanke mich wieder einmal für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit und für eure Kommentare zu diesen Impulsen. Es ermutigt mich, da weiterzugehen. Und man muss in dieser Fastenzeit weitergehen, auch wenn man manchmal müde wirkt und matt. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders, als wenn wir gehen. Aber wohin sollen wir gehen? In der Fastenzeit versuchen wir, auf irgendeine Weise neu zu werden. Wir spüren oft, dass wir einen Wandlungsweg oder eine Verwandlung oder einen Neuanfang brauchen, eine Veränderung. Und das ist denkbar schwierig. Der alte Ruf der Bibel, kehrt um und ihr werdet leben, oder hört und ihr werdet leben. Wenn wir jetzt ganz oft in dieser Zeit aus der Bibel hören, ist der genuine Ruf zum Leben hin. Es geht nicht anders als hören und sich neu bewegen. Und das ist kein moralischer Appell. Tatsächlich ist das eine Verheißung, eine Zusage, eine Chance. Wir ahnen oft, dass wir das einsehen wollen, aber nicht wissen, wie geht das? Neuanfang. Wir wollen uns verändern und wissen es nicht, wie es geht. Es nützt nichts, wenn wir nur ein bisschen weniger essen oder keinen Alkohol trinken. Das ist auch möglich. Aber auf dem Weg der Lebensveränderung vergessen wir oft, dass es wirklich um eine bewusste Entscheidung zu einem Neuanfang geht. Die alte Einstellung, jetzt schauen wir mal, na sehen wir schon, oder weitermachen wie bisher, ist nur das Beibehalten des alten Schlendrian. Wenn in fast allen Religionen gesagt wird, dass es um eine neue Hinwendung, um eine Erkenntnis, in der Religion heißt es, eine Erkenntnis Gottes geht, dann heißt das, wenn ich es nicht religiös ausdrücke, wende dich neu dem Leben zu. Die erste Erkenntnis dafür ist aber, dass wir einsehen, wo wir mit unserem bisherigen Lebenskonzept, mit unserem Glauben, mit unserem Verhalten, mit unseren Einstellungen hingekommen sind und nicht mehr weiterkommen. Umkehr ist also das Gebot der Stunde. Aber ich weiß schon, ihr stellt mir jetzt ganz heftig die Frage, ja, aber wie soll man denn das machen? Ich stehe an, ich weiß nicht warum und ich weiß auch nicht, wohin ich mich wenden soll. Diese Ratlosigkeit macht uns dann noch mehr mutlos und bringt uns zur Verzweiflung. Das ist eine Erfahrung, die viele Menschen im Moment auch in der Corona-Krise machen. Vor allem Kinder und Jugendliche. Wir können es überall hören und lesen. Manche werden depressiv, andere werden aggressiv und kaum jemand weiß, wie man da rauskommen soll. Es scheint keine Lösung zu geben. Denken Sie aber immer dran, der erzwungene Lockdown ist keine Fastenzeit, auch wenn alle Symptome ähnlich sind. Wir sind da alle auf der Suche nach einem Schlüssel. Ein Schlüssel, der uns den Weg zur Erkenntnis, ein Schlüssel, der uns den Weg zum Leben zeigt, der uns neuen Mut macht und unserem guten Willen hilft, der unsere Herzenstüren, wirklich die Türen unseres Herzens öffnet. Bei diesen Überlegungen zu diesem Thema ist mir natürlich sofort die Schlüsselblume eingefallen. Die Schlüsselblume, die auch Himmelschlüssel genannt wird. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf unsere Symptome und die Symptome dieser Zeit richten, dann führen diese uns direkt zu dieser Heilpflanze. Nach den Überlieferungen und Erkenntnissen, denn die Kräuterheilkunde uns gibt
passt diese Pflanze ganz genau in diese Zeit des Fastens und ich glaube auch in diese Zeit des Lockdowns. Wenn man den alten Beschreibungen glaubt und sie hört, dann heißt es, die Schlüsselblume hilft bei nervösen Beschwerden wieder zur Ruhe zu kommen. Wenn man Kopfweh, Migräne hat, Nervenschmerzen, wenn die nervlichen Anspannungen zu groß sind, heute nennt man das Stress, dann hat diese Schlüsselblume eine beruhigende Wirkung und man kann wieder viel besser schlafen. Eine wunderbare Gabe der Natur und des Lebens. Der erste Schritt zur Erleichterung all dieser Symptome aber ist die Veränderung unserer Sichtweisen, unserer Einstellungen. Denk daran, die Schlüsselblume wird Himmelschlüssel genannt. Das ist für mich ein ganz großer Hinweis, dass ich wieder einmal meinen inneren Blick woanders hinwenden muss, als auf die Dreckhaufen meines Lebens. Da bleiben wir oft hängen, auf die Ärgernisse und Verzweiflungen. Ich muss wieder einmal über meinen begrenzten Tellerrand hinausschauen. Mein Herz und mein Blick muss sich verändern, weiten. Unser Herz muss weit werden und ich muss mich lösen von den oft bedrückenden und bedrängenden Schwierigkeiten und Herausforderungen, wenigstens einen Augenblick auch von meinen Ängsten und Befürchtungen, von meiner Resignation und von meinen Zweifeln. Und ihr werdet jetzt sagen, und in den Himmel schauen. Ja, genau. Den Blickwinkel in eine andere Richtung wenden. In den Himmel schauen muss ich wieder. Und jetzt werden ihr mir sagen, ich bin doch kein Sterngucker. Nein, brauche ich nicht. Der Himmel ist nicht irgendwo. Angelus Silesius sagt es, halt ein, der Himmel ist in dir. Suchst du ihn anderswo, du findest ihn nimmermehr. Das heißt, den Blick in die Tiefe, in die Weite richten. Den Himmel suchen heißt wieder neu in Beziehung kommen. Zu mir selber, zu anderen, zur Schöpfung und zu Gott. Und das, liebe Zuschauerinnen, ist keine Vertröstung auf das Jenseits. Den Himmel suchen heißt, mit beiden Beinen auf der Erde stehen, weil sonst finden sie nie einen Himmelschlüssel, das Herz öffnen, weiter und tiefer schauen, Vertrauen finden, nach Lösungen für Schwierigkeiten suchen, solidarisch sein, nicht resignieren. Ich muss mir das heute ganz besonders auch selber sagen. Mit Gott vertrauen, ja zum Geschenk des Lebens mit seinen Höhen und Tiefen sagen. Muss ich alles heute, muss, will ich, hoffentlich. Und dabei kann uns die Schlüsselblume helfen. Das ist doch ein wunderbares Geschenk. Bei uns blühen sie leider noch nicht. Aber wo es schon wärmer geworden ist, blühen die Schlüsselblumen schon auf. Aber bald werden sie kommen. Und ich wünsche Ihnen, dass ihr alle diesen Schlüssel zum Himmel, ob er jetzt im eigenen Herzen ist oder bei einem Menschen oder bei Gott ist, dass sie diesen Schlüssel wirklich suchen und finden. Das wäre eine wunderbare Erkenntnis. Das wäre eine wunderbare Aussicht und Einsicht in dieser Fastenzeit. Das wünsche ich Ihnen von Herzen.